Willkommen zurück zu Yoshi's Island und wir drücken Start. So, kann ich jetzt auf der Kanone springen oder ich mach die kaputt einfach? Ah, ich hätte da gerade eben noch hochkommen können, wenn ich die Eismelone nicht weggespuckt hätte. Aber ich werde, denke ich mal, hier so ein, genau, so ein Bullet Bill triggern. Ich nenne die einfach jetzt Bullet Bill. So, und Hep. So, Sternkreis, das ist nötig. So, und noch ein Stern. So ein Ding wieder. Hep. Es macht irgendwie wenig Sinn, dass er das in den Mund nehmen kann, aber okay. La 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 la. Njong, Multi-Hit. Multi-Hit? Ja, bestimmt. Yeah! Das war schon cooler. Das Ei raged etwas rum. Aber von mir aus. So. Und Sterne, sag ich ja. Hey, hey. Ach Gottchen. Outer Space. Ihr kommt doch bestimmt, ja, Gegner. Aber wer hätte es gedacht? Ach Gott, schon wieder diese Raben. Ja gut, ich meine, das ist auch der Endgegner dieses Schlosses. Dann sind Raben schon irgendwo sinnig, aber... Mein Gott, komm doch her! Ich kann es nur immer wieder betonen. Er verhält sich so, als ob er überhaupt nicht gerettet werden wollte. Das ist dumm. So. Hey. Bam. Warum kommt der eigentlich in eine Seifenblase? Ich meine ja nur, warum? Das macht wenig Sinn. Oh Gott. Kann ich die töten? Ja, gut. Ich habe ein Tötungsgeräusch gehört, auf jeden Fall. Aha, sicher. Sicher! Oh. Komm her, Baby Mario. So, meine Fresse. So, Hep. So, Möwe geschluckt. Möwe geschluckt. Rabe besiegt. So. Und jetzt möchte ich... Genau das wollte ich spielen. Oh. Also so langsam wird das Spiel ein bisschen nervig. Es hängt vor allen Dingen mit der Länge der Level zusammen. So. Aha. Genau das wollte ich ebenfalls. Aha. Nee, das wollte ich jetzt mal nicht. Ah, komme ich da jetzt noch dran? Wahrscheinlich nicht. Ja, ach, ich hätte ihn auch noch mit der Zunge, aber scheiß drauf. Ja, wir hängen jetzt schon 2 Minuten bestimmt an diesem Part, weil ich zu doof bin. Yay. Daumen hoch für schlecht. So, und das sollte doch ganz gut passen. Jetzt geh nur noch... Geh da rein, du hässliches Ding. Yoshi. Boah. Nee, nicht ganz. So. Danke. Oh. Und Sternkreis, Fragezeichen, bitte. Nicht. Schade. Ei. Wow. Danke. Oh, endlich. Das ist eine coole Idee, dass die das Ding antreiben. Irgendwie manchmal kommt man voll nicht hoch durch die Trampoline. Wow, wow, wow. Das ist mir ein bisschen viel Layer gebimst gerade. Aber gut, was soll's. Ja, schön. Ei, dann, dann. Ah! So. Danke. Aber wenigstens sind wir jetzt langsam mal beim Boss.
Und du stirbst nicht, schade. Yay, Sterne. Und der Rabe, der Rabe, der Rabe, das habe ich doch letztens noch bei Sui gesehen. Ach ja, sicher, ich weiß, was man bei dem machen muss. La 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 la. La 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 la. Du wirst hier nie wieder rauskommen. Gleich wirst du Sterne sehen. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wir sehen eigentlich schon Sterne, aber was soll's. Yay, Abroxas wird groß. Yeah. Bam. Naja, so viel größer ist er jetzt nicht. Aber wir sind jetzt auf diesem Planeten. Und man sieht vielleicht schon, was hier zu tun ist. Man muss immer ja, auf der entgegenen Seite, wenn man hier so ein Ding reinstampft, hallo, darf ich mal? Ja, und ja, die Drehung der Gravitation ist etwas irreführend in diesem Bosskampf. Aber es geht darum, wir müssen auf der entgegengesetzten Seite, wo er steht, so einen Flock ausfahren lassen. Was ich irgendwie gerade nicht kann. Das ist Aua. Genau, das ist Aua. Eieiei. Mal schon wieder dieser Wortwitz. Ich glaube, es hackt. Mann. Es steht aber auch im... Ja, ja. Und wenn er richtig steht, dann verkacke ich's. Ja. Ach, Mann. Ich bin zu dumm dazu. Nein. Ja. Oh. Ja, toll. Guter Ort, um stehen zu bleiben. Abroxas. Schön. Ah, jetzt bleibt er auch nicht an den richtigen Stellen stehen. Na, ah, Mann. So. Oh, danke. Ah. Ja, er wird rot. Vor Scham. Nein. Komm, lauf in die... Genau, lauf... Ja, ich bin zu doof. Doofer Endgegner. Na, eigentlich ist es eine schöne Idee, aber ich bin grad... Weiß ich nicht. Bam, danke. So, einen noch. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Oh, das war der Fall. Ach! Huch! Rage mal nicht so rum hier. Oh nein, ich will nicht sterben. Ich will leben. Oh. Oh, jetzt macht er keinen. Der wäre so schön gewesen gerade, aber jetzt macht er keinen Stampf-Attackensprung. Mann. So. Ich werde das jetzt mal so angehen. Genau. Ja, so geht es aber besser. So. Draufstehen, drüber springen und. Ja! Warte, du Arsch. Mann! Yoshi, du bist zu lahm. Mann, Yoshi! Warum konnte ich jetzt auf ihm drauflaufen? Naja. Mann! Nein. Ich hab grad voll kein Timing, Leute. Das war zu früh übrigens. Nein. Lauf einfach weiter. So. Mein Gott. So. Und jetzt. Nein. Ja, schön, dass ich State Slot 0 selected habe. Ist mir egal.
Dankeschön. Boah, ey. Mann. Kann sich aber auch anstellen. So, yay, wir haben Welt 5 geschafft. Und er wird zu einem Stern. Yay. Headset richten. So. Es geht voll schnell voran übrigens in letzter Zeit. Vor allen Dingen in dieser ganzen Welt. Habe ich bestimmt 5, 6 Parts jetzt gebraucht. Oder 7. Keine Ahnung. Zu viele. Jetzt hat er einen recht langen Weg vor sich. Ich spüre mal ein bisschen vor. So. Bäm! Wolkenschloss in die Luft gejagt. Und was passiert jetzt? Oh yeah. Bowsers Schloss. Nehme ich jetzt mal an. Mhm. Yay. Mache ich das noch? Nein, ich höre hier auf. Ich muss erstmal mich wieder ein bisschen sammeln. Ich spiele später weiter. Also, Leute, das war Welt 5 von Yoshi's Island. Endlich abgeschlossen. Sehen wir uns das nächste Mal Welt 6 an. Mal sehen, ob das angenehm ist oder eher nicht. Naja, wir sehen. Werden sehen. Ciao.